Wir sind am Blomberg in der Nähe von Bad Tölz. Hier gibt es zwei Sommerrodelbahnen. Einmal den Blomberg Classic. Und einmal den Blomberg Blitz. Wir haben jetzt beide schon mal ausprobiert. Sabine, was ist denn dein Feedback zum Blomberg Classic? Oh, also die Classic ist halt um einiges länger, aber es besteht auch echt die Gefahr, dass man rausfliegt. Also zumindest hatte ich das Gefühl, wo ich einmal gefahren bin, dass man fast rausgeflogen wäre. Das ist bei der Blitz nicht so. Ja, da glaube ich, muss man zwar auch mal bremsen, aber die ist kürzer, kann man aber ein bisschen schneller fahren. Bei der Blomberg Classic sitzt man auf dem Bob und der fährt auf einer, ich sag mal, wie so eine Wanne ist das Ganze. Ja, und da kann man bremsen und Gas geben. Und ich würde sagen, da an den Stellen, wo steht, man solle bremsen, soll man das auch tatsächlich mal machen. Denn wirklich bremsen. Ich hatte schon das eine oder andere Mal das Gefühl, dass es mich sonst raustragen wird. Die Blomberg Blitz ist ein typischer Wiegand Alpine Coaster. Da ist man natürlich auch noch angeschnallt mit einem Sicherheitsgurt und die Bob fährt auf der Schiene und bremst an den kritischen Stellen tatsächlich auch wieder automatisch. Der Unterschied zwischen dem Blomberg Classic und dem Blomberg Blitz ist, bei der Classic fährt man zuerst klassisch mit einer Seilbahn rauf und steigt dann oben in den Bob ein. Und beim Blomberg Blitz wird man direkt von der Talstation mit einem Lift die Strecke raufgezogen und fährt dann gleich von oben los. Welche Bahn hat dir denn bisher besser gefallen? Oh, kann ich noch gar nicht sagen. Haben beide. Die eine ist halt tatsächlich etwas länger, ja, und die andere, da kann man ein bisschen schneller fahren. Ich weiß es noch nicht. Mir hat das Schnellerfahren auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die andere Bahn, die Classic, ist auf jeden Fall abenteuerlich.